Jo, hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Battlefield Hardline. Jo, Episode Nummer 10. Ich hatte jetzt schon mal hier, weil da steht Episodenfortschritt. Ich habe schon mal weitergemacht und dann ist mir einfach das Styrix abgeschwirrt. Aber es ist jetzt nicht so viel vergangen, es war bloß eine kleine Cutscene, die unwichtig war. Deswegen klicken wir jetzt hier auch auf Weiterspielen. Es war einfach bloß, wir sind mit dem Floß an der Insel angekommen. Und du weißt schon, dass das eine Falle ist. Ja. Yeah. Dann verschwinde. Wir sollten den zum Arzt bringen. Nein, kein Krankenhaus. Mehr war das. Was hier geschah? Nö. Ah, wir sehen die Cutscene sogar noch. In der Hoffnung, dass es jetzt nicht abschmiert. Weil mir ist das komplette Direx weg. Direx-Absturz. Da ging gar nichts mehr. Desaster gut, oder? Gibt's eine Alternative? Naja, weißt du, wir wissen zwar, dass die kommen. Halt! Die Hände hoch! Hey, ganz ruhig! Sehr schön, funktioniert wunderbar. Leute, ein Statusbericht wäre wirklich hilfreich. Ich bin auf der Angel, Captain. Ist das hilfreich genug? Das ist sehr hilfreich, ja. Gut zu wissen, dass wir auf der gleichen Wellenlänge sind. Wie geht's dir, mein Sohn? Wir sehen uns bald. Dann sag ich's dir. Das ist scheiße. Checkpoint neu starten. Checkpoint so. Schulde mir noch $50. Wer würde sich denn trauen? Und hier? Ja? Sollen Sie doch kommen. Dafür werden wir schließlich bezahlen. Ich hab da was gesehen! Erst schießen, dann Fragen stellen. Wer zuerst schießt, muss überhaupt keine Fragen mehr stellen. Weiß jemand, wie spät es ist? Kommt schon, sucht sie! Da war was! Da sehe ich mal nach.
sicher noch irgendwo. Sucht ihn. Er kann nicht weit sein. Augen auf, es hat einen erwischt. Scheiße auf Stealth jetzt hier. Gut, kurz hier drauf rücken. Der Alarm ist nur um die Scheiße hier zu kriegen, ganz ehrlich. Diesen scheiß Haftbefehl hier. Also ein bisschen Aufmerksamkeit erregt, Chitems. Dann geht's mal weiter hier. Weißt du überhaupt, welche Fäden ich in der Hand halte? Was passiert, wenn es mich mal nicht mehr gibt? Darüber habe ich noch nie nachgedacht, Captain. Na, hast du nicht.
So, mal kurz an die Alarmanlage ausschalten. Keine Bewegung! Wow, wow! Ja, von mir aus. Da müssen wir kurz in die Deckung gehen. Wichtig, dass Subs ist wichtig, die Haftbefehle zu verstrecken. Munition aushalten. Keiner der wichtigsten Aspekte. Schon mal sehr gut. Gibt es überhaupt hier eine neue Ausrüstung? Ich weiß ja nicht, die AK ist so schön, aber ich glaube, ich brauche was mit Schalldämpfer. Ansonsten haben wir nämlich bald ein etwas größeres Problem. Aber wie das so aussieht: Zylinderverschluss, Präzision halbautomatisch gibt es noch. Die soll ja nicht nur Reichweite, die soll ja massiv Schaden austeilen. Da macht die anscheinend einen guten Eindruck. Es ist aber halt wichtig, dass wir richtig einen Schalldämpfer dafür haben. Aber es ist noch eine sehr gute Optik. Also, das geht dann hier oben weiter, wenn ich das richtig sehe, oder wie? Was für Musik. Aber meine Freunde, wir sind ja erstmal fertig für den Part. Deswegen danke ich auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten wieder, wenn ihr mögt.
Däumchen da lassen nicht vergessen und bis dann, oder? Ciao.